Now I done grew up on some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flashback, no bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. So, zu meinem dritten Part, den ich jetzt hintereinander aufnehme. Wir wollen ja sie erstmal in den Urlaub schicken und sie ein bisschen ruhen lassen, damit sie ein bisschen energiegeladener ist. Wir haben die ersten Bewertung, der Ritter kehrt zurück. Das ist unsere erste Fortsetzung. Ich hoffe, sie kommt gut an. Könnte besser sein, klar, bin ich auch der Meinung. Aber wichtig ist, wir brauchen erstmal Geld. Deswegen konnten wir jetzt auch kein Marketing oder sowas raushauen. Die G3 hat uns einfach zu viel gekostet. Hat seine Momente. Naja, gut. Und ich könnte selber noch ein bisschen trainieren. Und dann machen wir Juwel der Spielentwicklung. Manzibot hat kürzlich in der Fortsetzung seines Spieles der Schwarze Ritter veröffentlicht. Das neueste Spiel sei heißt Der Ritter kehrt zurück und wurde mittelmäßige Bewertung am Markt angenommen. Und Jenny Kay oder wie es auch ausgesprochen wird, ist jetzt wieder da. Und dadurch können wir uns ein neues Spiel machen. Und zwar unser Chirurgenspiel Dr. Tod. Wir brauchen hier keinen Mehrspielermodus, glaube ich mal nicht. Also als Chirurgenspiel glaube ich mal nicht, dass es so richtig gut sein soll, ein Dings reinzuhauen. Aber hier kommen die Punkte geflogen. So soll es doch sein. Wir hauen aber gleich mal Marketing noch raus. Mit Demos. Ich hoffe nämlich, dass die Demos wieder so einen Haufen Plus machen. Und ich habe ja bis zu 2000 kann ich ja Minus gehen. Klar, Open World ist glaube ich nie ganz so, was hier reingehört, aber gut. Ah, das Spiel ist nicht ganz so gut beim Verkaufen gewesen, aber es wird schon. So, wir müssen das rausbringen, wir sind nämlich im Minus. Ich hoffe, das 1,5er Bonus, das ist schön, irgendwas. Oh, hat die viel Punkte gemacht. Also diesmal Level 1, aber trotzdem. Ich hoffe mal, das klappt so. Arbeit finden in 3 Wochen, das ist eigentlich recht gut machbar für uns. Aber trotzdem mache ich das hier. Spreadsheet Software, ich glaube, das kriegen wir auch locker hin. Die Wiener Gear wird bald rausgenommen. Habe ich dafür nicht gerade ein Spiel rausgebracht? Chirurg und Simulation ist eine sehr gute Kombination, das merke ich mir natürlich. Aber wichtig ist erstmal, dass wir die Vertragsarbeit hinbekommen. Und unser Spiel wird benutzt, unser Baumannspiel. Und jetzt können wir uns anscheinend, obwohl sie kein Geld verdienen, wollen wir das stoppen, was sie tun, oder wollen wir sie in Ruhe lassen? Wir lassen sie in Ruhe, weil warum so wollen wir sie stoppen, wenn schon nichts ist? Game Convention schon wieder? In 4 Wochen? Machen wir einen Kleinstand. Ach, ich kann nicht dabei sein. Kann ich hier jetzt im Nachhinein noch sagen, jo, bitte, ich möchte dabei sein. Mich bei der Game Convention dabei sein. Scheiße. Wir müssen unbedingt mehr Geld jetzt wieder einnehmen. Ja, ich habe das letzte Spiel auf dem Wiener Gear rausgebracht. Naja, so viele Leute sind Fan von Baumann gewesen. Deswegen hauen wir doch nochmal einen Baumann raus, oder? Aber dieses Mal für den PC. Und das Spiel nehmen wir Baum und das Wasser. Eine 3D-Grafik natürlich in der V1-Qualität. Eben Mehrspielermodus natürlich. Okay, die Leute sind dankbar von der Fangemeinschaft, dass wir sie nicht dran gehindert haben, weiter das Spiel zu machen. Und wir haben Fans dazu gewonnen. Geil. Nicht viel, aber wir haben Fans dazu gewonnen. So, Viagear wird nicht mal weiter benutzt. 900.000 habe ich eingenommen gehabt. Also ihr seht ja, wie viel Geld ich eigentlich rauswerfe in dem ganzen Spiel. Das ist sehr, sehr viel. Derzeit scheinen Actionspiele besonders gut angesagt zu sein. Stopp, Marketing raushauen. Komm, wir machen hier. Halb 17 haben wir noch bekommen. Wir haben einen kleinen Hype bekommen, naja. Von dem Spiel keinen großen. Aber es geht schon. Ich habe gerade noch mal auf die Uhr nebenbei geguckt. Dr. Tod hat ein bisschen was eingenommen. Nicht viel, aber es klappt schon. Ich hätte früher Marketing machen müssen. Und Jenica ist aufgehoben. Und bekommt jetzt 8 mehr. Ah ne, 11 mehr. So, genau. 8 hat sie verdient. Jetzt kriegt sie 11 mehr. Mal schon in Ordnung. Wir lassen aber beide mal... 7 lassen wir mal ein bisschen forschen. In Leben. Und uns lassen wir auch mal ein bisschen forschen in ein neues Thema. Und das ist Fantasy. Unsere ersten Bewertungen sind da.
Eine 7er Bewertung durchschnittlich, das ist sehr, sehr nice. Sehr, 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 sehr nice. Freut mich. Und jetzt kommen die Action-Spiele. Jetzt muss ich noch ein bisschen Action rausholen. Ist natürlich die Frage. Leben, Fantasy, Fantasy-Action. Gollum für den Super TES. Hoffe ich mal, klappt das ordentlich. Bei dem Spiel hauen wir mal ein bisschen mehr Dialoge drauf. Ich hoffe mal, es macht ein bisschen mehr Plus oder Minus. Wir werden es halt gleich sehen, ob das gut oder Minus ist. Vor allem werden wir auch sehen, ob die Zusammenstellung ob gut ist oder nicht. Das hauen wir mal so rein. Und mir fällt gerade ein, ich hätte auch Marketing noch machen können. Zeitschrift Werben, das reicht glaube ich vollkommen aus für das Spiel. Ein Hype 8 rausgelöst, naja gut. Mehr brauchen wir ja auch nicht unbedingt. Baum wurde vom Baum genommen. Hm. Ja. 25, 24. Da kam ein Haufen Levelausstieg. Und selber bin ich auch, genau. Speziell Training für Mansi ist da, okay. Da können wir bei ihr können wir mal kurz die Forschung machen. Und zwar ist es KI-Gefährten und ich mache mal eine Forschung. Nehmen wir mal. Ich trainiere. Boost, mindestens 500, also 500 Rionen oder 1000. Ah, gut, okay, da kann man auch das noch nicht machen. Das kostet das kostet 1 Million? Richtig, richtig geil. Und ich habe einen Hype noch ausgelöst gehabt. Einen kleinen Hype, aber der Hype ist da. Oh ja, es sieht doch gut aus. So, ich hau jetzt mal ein bisschen Geld für die Forschung raus. Und das Spiel kam richtig, richtig geil an. So muss das sein, Leute. Das freut mich doch. Und wir machen noch ein bisschen Forschung mit rein. Neue 3D-Grafik natürlich mit rein. Kloppen. Und wir können mittlere Projekte machen. Da bin ich mal gespannt, was das gleich war. Alter, 100.000 Stück wurden hier verkauft. Scheiße. Okay, wir kriegen anscheinend jetzt einen Publisher, so wie es aussieht. Okay, ja, Publisher sind freigeschalten. Schön. Publisher-Vertrag finden. Action-Spiel. Lizenzgebühren 8%, Vorschuss 75%. Okay. Mindestens eine 5er-Bewertung. Mindestens eine 8er, mindestens eine 8er, mindestens eine 5er Bewertung. Komm, wir holen mal ein Leben Abenteuerspiel raus. Wir nehmen mal den Vertrag an. Der 120.000er kriegen wir. Alter. Mittleres Spiel, genau. Nee, stopp, ich wollte ja erstmal noch eine neue Engine machen. Und hier hauen wir jetzt 350.000 raus. Eigentlich alles, außer die ganzen verschiedenen Grafiken hauen wir noch rein. Das kostet zwar uns extrem viel. Und wir haben einen riesen Umsatz mit Gollum gemacht. 7.800 wurden hier verkauft. Ich hoffe mal, es ist bald wieder so eine G3 oder sowas. TS64 kommt bald auf den Markt. Schön mit 64-Bit-Prozessoren. Geil. Nicht mit ROMs an Modulen. Okay. Also wir müssen jetzt unbedingt ein Spiel rausholen. Wir haben jetzt nur noch 300, die wir jetzt ausgeben können. Und falls dann das Spiel minus geht oder das Spiel nicht gut ankommt, dieses Marketing ist nicht gut. Ach, UFO ist nicht erforscht, deswegen können wir es nicht machen. Science Fiction ist nicht erforscht. Weltraum ist nicht erforscht. UFO nicht erforscht. Also müssen wir hier noch was erforschen. Und wir können das mit... Und das können wir das nicht leisten, weil wir gerade minus gemacht haben. Oh, es ist gemein. So, hier machen wir UFO, inner macht Weltraum in der UFO. Oh, viele Raubkopien. Das, da verklammern natürlich. Also da sehe ich kein Wenn oder Aber, weil die machen ja Geld mit unserem Zeug und das darf ja nicht sein. Man hätte sich auch verwahren können, aber ich glaube, ja, manche sehen das so drastisch. Naja, wir haben 1000 Fans verloren. Dafür aber 4000 Geld eingenommen, Rechtsansprüche. Ja. Du Scheibenkleister. Das ist gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Aber wir wollten ja jetzt hier einen Publisher machen. Es sind natürlich neue Spiele raus. Naja, ich will das jetzt nicht riskieren, dass wir zu viel Minus machen. Deswegen werden wir einfach mal noch eine Fortsetzung machen von Mondschau.
Auf dem PC mit der neuen 3D-Qualität. Das wird natürlich jetzt uns extrem viel Geld kosten. Und ich hoffe mal, das Spiel macht auch gut Plus. Wir werden deswegen Marketing noch reinhauen. Wir können ja nur ein kleines machen, das finde ich echt schade. Wir brauchen, was brauchen wir noch? Wir brauchen Rollenspiel, ja, einfache Zwischensequenzen. Lineare Erzählung glaube ich nicht so. Spieltutorial ist glaube ich nicht schlecht, dass sowas reinkommt. So, ah, jetzt kommt langsam wieder der Hype. Wir brauchen die Fans langsam wieder. Die KI ist auch ganz wichtig, dass wir hier was reinsetzen. Die Dialoge im Rollenspiel ist natürlich auch wichtig. Ich hoffe, das Spiel kommt gut an. Und sie schickt mir danach gleich in Urlaub, sehen wir ja wieder. Wir werden hier einen Stereo-Sound mal reinhauen. Ich hoffe mal, es wird was. Sound, Grafik, Level Design können wir mal ein kleines bisschen runterschrauben. Wird so ein halbes Minecraft-Spiel. Ja, und sie schicke ich gleich in Urlaub. Sie kann ein kleines bisschen bitte noch mitarbeiten. Es würde nämlich geil sein, wenn sie noch ein bisschen was mitmacht. Ach du Scheiße, ich bin gleich bankrott. Spiel veröffentlichen. Ist mir jetzt egal, was ich gerade bekommen habe. Ich bin gleich bankrott. Spiel 27. Ah! Ich habe das Spiel 27 genannt. Okay, es ist, sind gute Bewertungen, aber wir brauchen jetzt unbedingt schnell Geld. 90.000 werden auf mein Konto überwiesen. So, sie wird erstmal in Urlaub geschickt. Wir brauchen jetzt unbedingt Geld. Und wir entwickeln mal selber noch ein kleines Spiel. So. Ich hoffe, das wird was. Wir brauchen aber unbedingt Umsatz, das ist die Schitte. Was brauchen wir? Wir brauchen immer ein Action-Spiel, brauchen wir das. Wir brauchen Multiplayer, wir brauchen Spieltutorials, wir brauchen alles. Story Quest kann aber runter, die Engine dafür hoch. Und los geht's. Ich nehme gerade so wenig ein, das ist so schlicht. Vor allem wir brauchen schon Level-Editor in den meisten Spielen. So, ich hoffe, das klappt so. Die Musik, oh ja, haut ja richtig rein. Schön, dass sie gleich mich richtig mitarbeitet. Ein bisschen auf die Technologie mitgeht, das ist gut. Warum mal gleich auch naja, bei dem würde ich jetzt noch kein Dings rausholen. Spielwert Level Design, ein bisschen Sound drunter, Grundtöne, Tag-Nacht-Zyklus brauchen wir hier auch nicht. Das ist ein UFO-Spiel, also eigentlich im Himmel zu tun. Der Super TES wird vom Markt genommen. Oh. So, wir spielen, bringen das Spiel Alien raus. Hätte man das vorhin auch noch bearbeiten können, mir ist bloß aufgefallen mit dem Spiel 27. Ah. Die ersten Bewertungen sind raus. Komm, hau raus. Ich liebe es. Ich hätte Werbung machen müssen. Scheiße. Am besten mit Demo-Spiel. Sehr unterhaltsam. Naja, gut. Dann wollen wir mal gucken, dass es ja so bleibt. Monatliche Kosten. Ey, ich muss hier Geld jetzt einnehmen, wie verrückt. 2,5 Millionen habe ich jetzt eingenommen durch den Super TES. Alter. Leute, ich würde mal sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt nur oben, wenn nicht, einen Daumen nach unten. Schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Ich werde noch einen Part, weil ich jetzt noch aufnehmen, weil mir macht das gerade so extrem viel Spaß. Dann bis zum nächsten Mal. Sagt euch mal das Wort. Ciao, ciao.